Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir, auch an die Empfängnisgeräte zu Hause. Bin ja heute sehr standfest bei meinem Teil der Anmoderation. Das wird sich auch nicht ändern, aufgrund von Gründen. Willkommen zur großen Online-Science-Show. Ich habe Online in Anführungszeichen gesetzt, weil man nie weiß, was online so alles funktioniert. Und es wird heute auch ein klein wenig anders ablaufen als unsere normale Show, weil Sie werden wahrscheinlich die PowerPoints nachher sehen. Sie werden weniger die Experimente, die wir heute nicht machen, vor Ort sehen und werden aber extrem viel Spaß an dem Abend haben. Wir haben hier ein paar ausgesucht, gesundheitlich unbedenkliche Menschen im Publikum sitzen, dass wir nicht ganz so alleine sind. Also wenn jemand abends so klatscht oder lacht, nicht irritiert sein, dass ist ehrlich gemeint. Gut, was ist denn überhaupt so eine Science-Show? Das ist eine Frage, die man sich oft stellt, wenn man hierher kommt. Sie ist auf jeden Fall spannend. Gerade in der heutigen Zeit, wo man nicht genau weiß, was mit der Technik so passiert und was mit den Viren passiert, ist es doch spannender. Sie ist interessant, weil wir immer interessante Gäste haben, dazu später mehr. Sie ist immer lehrreich, weil es werden immer Themen präsentiert, die einem was bringen, auch wenn man sie vorher gar nicht kennenlernen wollte. Sie ist schön, den Gag mit Helmut mache ich mir immer. Sie ist ab und zu erotisch. Heute, schau mal, die Musiker sind sehr erotisch. Und sie ist immer toll. Gut, wir haben also Wissenschaftler eingeladen, heute in etwas geringerer Anzahl als sonst aufgrund von YouTube. Wir haben Experimente, die heute auch etwas dürftiger ausfallen, weil man sieht ja schon jetzt, ich bin nur sehr klein im Bild und man sieht die Folien, von daher, ich bin auch gerade sehr viel heller geworden aufgrund von Scheinwerfern. Wenn ich jetzt irgendwie schwitzen sollte, es ist noch nicht so warm, es wird gleich so warm wieder unten. Also, ich habe gerade auf den Feuerball gezeigt, das haben Sie gar nicht gemerkt, das ist lustig. Das ist ein sehr schönes Publikum, ich liebe euch. Und wir haben sehr viele Themen. Heute sind die Themen sehr naturwissenschaftlich orientiert. Wir hätten heute auch einen Altphilologen da gehabt, der leider aufgrund einer Lungenentzündung vor kurzem jetzt lieber nicht rausgeht. Und da es eine Show ist, haben wir immer auch musikalische Gäste eingeladen. Heute wieder super Gäste, die ich nachher noch vorstellen werde, um das Ganze zu entspannen. Wir haben also immer ganz viel Spaß auf jeden Fall. Wer ist denn heute dabei? Ich bin ja auch Poetry Slammer, habe hier die Poetry Show dicht daran ans Wort. Deswegen mache ich ja immer so, dass ich Gäste auch kurz mit einem kleinen Gedichtchen begrüße. Er ist mein Teampartner beim 10 hoch 1 Science Slam, ist bayerisch-wissenschaftlich in vielen Themen da, Hem. Ob schon Physiker, ist er sehr bühnenwortgewandt, verschmitzte Erklärungen gehen ihm sehr leicht von der Hand, er stellt sogar Wunder brillant, anschaulich und klar dar, macht nun viel Krach für Matthias Mader. Kommt er auf die Bühne, wird die Vielfalt enorm. Er beherrscht viele Stile und ist in ihnen in Form. Und heute besucht er uns nicht allein. Er hat nämlich noch den trommelnden Tobi dabei. Er singt und rappt nie monoton. Euphorisiert euch jetzt für Flonoton. Wir bringen euch Unterhaltung und Wissenschaft, was viel mehr als nur Wissenschaft. Drum lehnt euch zurück, es wird famos. Science und Show, beides ganz groß. Dankeschön. So, und bevor es in medias res mit dem ersten Beitrag geht, noch ein bisschen Werbung. Wir haben die nächste Science-Show schon am 17.07., wird wahrscheinlich ähnlich stattfinden. Und die nächste Poetry-Show, die ich ans Wort, am 10.07. auch hier, auch ähnlich. Und was nach den Sommerferien alles passiert, das weiß doch niemand. Deswegen geht es jetzt auf jeden Fall los mit dem ersten Gast. Wie gesagt, es ist Matthias Mader, mein kongenialer Mitorganisator auf dem Science Slam 10 hoch 1 in München. Wir machen den Science Slam Lustspielhaus, Tollwut im Vereinsheim. Und er ist eigentlich Doktor der Physik, hat aber vom Thema Schweinsbraten, Grillen bis zu Nanoteilchen alles drauf. Und er wird euch jetzt erstmal ein Mensch, der gerne die ganze Bühne mit Saal, Vorhof, Ispanninger Straßen, alles ausnutzt. Heute wird er auch sehr standfest sein und seinen Beitrag starten. Matthias Mader! Deine Hände anspritzen, Matthias. Ja, spritz. Desinfektionsmittel! Da ist ja ohne Maske ja schon
man ist ja ohne Maske heute auch schon fast nackt. Also das ist das Erotische des heutigen Abends. Ich habe mir auch deswegen diesen sehr erotischen grauen Pullover angezogen. Aber als Physiker hat man es mit Erotik ja ohnehin nur in sehr limitiertem Maße. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen, das ist richtig seriös, dieser Beitrag. Das ist nämlich das Spaßprojekt meiner Doktorarbeit. Und ich muss mich jetzt ruhig verhalten und in die Kamera spechten und zu Ihnen. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich mich da jetzt merkwürdig positioniere. Ich möchte Ihnen eine Frage beantworten, die Sie sich sicher aktuell ganz intensiv stellen und vielleicht auch sonst stellen, nämlich wie man Unsichtbares sichtbar macht. Sie haben sicher auch ja die Frage sich oft schon gestellt, warum gibt es überhaupt was Unsichtbares, warum möchte man das sehen? Es gibt ja Leute, die vermuten, dass das unsichtbare Nanoteilchen ja am 8. Schöpfungstag geschöpft worden ist, wo der Herrgott dann sich gedacht hat, gut, jetzt habe ich frei, was mache ich jetzt? Die Schöpfung ist abgeschlossen, aber ich habe noch Schöpfergeist in mir. Und dann hat er halt mal was Unsichtbares geschöpft, das man dann so unterm Teppich der Schöpfung verschwinden hat lassen können. Aber gibt natürlich auch seriöse Gründe, warum man Unsichtbares sehen möchte. Aktuell wäre natürlich interessant, so unsichtbare Viren zu detektieren, die man dann durch seine Maske dann da aushustet. Und das ist eigentlich auch die Motivation, warum ich das gemacht habe, weil nicht nur so Viren sind nanoskalig, sondern eigentlich überall ist Nano, weil Nano ist everywhere, meine hochverehrten Damen und Herren. Und das ist, also, dass man da stehen muss, das kann ich gar nicht. Naja, also zum Beispiel, jetzt ist ja Sommer. Jetzt ist dann Sommer und im Sommer, da schmiert sich, wenn man zumindest nur an Corona und nicht nebenher an Hautkrebs verrecken möchte, dann schmiert man sich mit Sonnenschmiere ein. Und in dieser Sonnenschmiere, da ist Titandioxid, das ist so ein nanoskaliges Teilchen, das legt sich auf die Haut und wehrt dann die Sonnenstrahlung ab. Das ist übrigens auch das gleiche Teilchen, das die weiße Wandfarbe weiß macht. Wenn Sie also absolut sicher gehen wollen mit dem Sonnenschutz und vielleicht auch Geld sparen wollen, so ein 10-Liter-Eimer billige Wandfarbe verglichen mit so einem kleinen Döslein Sonnenschmiere. Ist vielleicht wirtschaftlich attraktiv, wenn man Maske trägt, fällt es eh nicht so auf, wenn man und insofern, naja. Aber wenn man mehr so ein Kulturmensch ist wie ich, dann sitzt man nicht am Strand, sondern man streicht durch Kirchen, wie zum Beispiel in Ismaning und findet dann so bunte Glasfenster und in diesen bunten Glasfenstern sind zumindest in den mittelalterlichen, was jetzt auf dieses Ismaninger Glasfenster nicht zutrifft, in den roten Feldern sind da Gold-Nanoteilchen und das sind also eigentlich auch meine liebsten Nanoteilchen, weil mit denen habe ich meine Forschung, habe ich Jahre meiner Doktorarbeit zugebracht und diese Gold-Nanoteilchen durch ihre einzigartigen Eigenschaften machen das Glas eben rot. Dann gibt es natürlich jetzt die große Hoffnung, man wartet auf den Impfstoff und dieser Impfstoff, zumindest wenn es Totimpfstoffe sind, dann sind es nanoskalige Systeme. So ein Virus ist Nanometer groß. Die schauen dann, also das hätte ich jetzt eigentlich updaten müssen, da habe ich halt nicht mehr dran gedacht. Also, das ist eine Bakteriophage, das ist auch ein Virus. Es gibt also Viren, die ganz unterschiedlich ausschauen. Und natürlich zu aller guter Letzt überhaupt das Leben möglich ist, dass Lebewesen funktionieren, das verdanken sie letztendlich auch nanoskaligen Bausteinen, also so Lebewesen zum Beispiel eben, es gibt ja verschiedene Höhen von Lebewesen und das kleinste und das größte Lebewesen ist aus den gleichen Bausteinen gebaut, nämlich aus Proteinen, die schauen ungefähr so aus und das eigentlich große, also diese Proteine sind unwahrscheinlich vielfältig, unwahrscheinlich universelle Bausteine. Das ist furchtbar interessant, aber das eigentlich Tolle ist ja, dass die sich so umklappen können und so mit den Ohren wackeln können. Und das ist absolut lohnenswert zu untersuchen. Und wie untersucht man jetzt so Nanoteilchen? Ich habe also
für Sie zu Hause im, also ich habe da mal auch, man kann jetzt sehr viele einfach untersuchen. Man nimmt sehr viele Nanoteilchen, zum Beispiel so ein Eimer Wandfarb, und dann schaut man sich diesen Eimer Wandfarb an. Oder man, aber wenn man sich die genau anschaut, also ich habe da auch für Sie hier im Publikum ein Modell gebaut. Also wenn es zu emotional wird, sagen Sie Bescheid. Wir können dann so auf Sicherheitsabstand vielleicht die dann zum Kuscheln durchreichen. Das ist aber wiederum infektiologisch katastrophal, also können wir das auch nicht machen. Also genau, also wir haben da, also auf den ersten Blick schauen die alle natürlich gleich und gelb aus, aber wenn man die genau anschaut, dann sieht man, der hat zackige Haare, der hat einen runden Kopf und der hat ein verdrehtes Bein. Also wenn man die ihm genau anschaut, dann sieht man, die sind dann doch ein bisschen unterschiedlich. Also auch für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, dann sieht man also, die sind unterschiedlich und man muss die also doch einzeln untersuchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Das ist ja ein Wahnsinn, diese moderne Videotechnik. Also ich bin auch geradezu fasziniert und überwältigt. Also ich bin ganz begeistert. Das ist, ja. Also man muss das einzeln untersuchen, und wie macht man das? Man nimmt, ich bin Optiker, und als Optiker untersucht man alles mit Licht, das werden Sie später auch noch weiter kennenlernen. Man nimmt diese, man nimmt eine Lichtquelle, also zum Beispiel einen Laser und einen Detektor, also mit Laser ins Auge ist, macht man meistens nur einmal. Aber zur Illustration. Man nimmt also dann da das Nanoteilchen dazwischen und dann schaut man halt, was von diesem Laser noch ankommt, und ich kann Ihnen sagen, es ist das Allermeiste. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, gut, da hält man ein Nanoteilchen und dann kann man sie ins Auge lasern und dann passiert nichts. Es passiert schon was, nämlich man ist dann hinterher blind. Also das ist eine schlechte Idee, dieses kleine Nanoteilchen, das, man sieht es da, also wenn ich das da jetzt in den Laserfokus, wenn Sie sich vorstellen, der Leinwand ist ein Laserfokus, das ist, und das Nanoteilchen halte ich da hinein, es wird sehr wenig, weniger hell, und das ist ein Problem natürlich, man will ja was detektieren, also muss man Trick spielen. Man muss also irgendwie was machen, dass das Licht stärker wechselwirkt mit diesem Nanoteilchen, und was macht man da? Man baut Spiegel um dieses System drumherum, um das Nanoteilchen drumherum. Sehr gute Spiegel, und lässt da einfach das Licht 30.000 Mal umlaufen. Und nach 30.000 Umläufen, dann glauben Sie mir, dass also auch das kleinste Nanoteilchen groß genug war, um ein bisschen Licht wegzunehmen und zu absorbieren. Und das kann man dann detektieren. Das haben wir getan. Da haben wir auch ein Paper drüber geschrieben. Und ja. Dann war es also Mittag. Also so Sie müssen sich, dürfen sich das nicht also lokal, so wie Sie Mittag machen, sondern Sie müssen schon so biblische Zeitspannen denken. Also dann war es eben Mittag, und also durchsichtig, also so Goldkugeln, das glauben Sie, dass das Licht absorbiert, das sehen Sie hier auch. Aber wenn das jetzt durchsichtig wird, das Nanoteilchen, und das ganze Biozeug, das ist das Interessante, das ist mehr durchsichtig wie undurchsichtig. Und das Ganze ist jetzt im Großen ja schon sehr schwierig zu detektieren. Sie kennen zum Beispiel alle aus eigener Anschauung, schauen Sie sich da diesen Vogel an. Sie sehen diesen Vogel, und gute Vögel, die haben also früh schon gelernt, ein früher Vogel fängt den Wurm. Ja? Also wenn Sie Würmer sind, dann kann ich Ihnen sagen, stehen Sie spät auf, weil der frühe Vogel ist dann schon durch. Aber dieser Vogel, der will also seinen Wurm fangen, ob es jetzt vielleicht ist es auch der späte Vogel und fängt den spät, man weiß es nicht. Der Wurm sitzt auf alle Fälle da oben, und jetzt fliegt der Vogel los, ganz begeistert von seinem Ziel, und er fliegt und er sieht aber diese Glasscheibe nicht, die zwischen ihm und Wurm sich befindet, und naja, da batzt es halt. Also der ist dann quasi vollständig der batzt. Und der Wurm freut sich, weil den hat es halt nicht erbatzt. Und wenn das also schon im Großen mit so einer Glasscheibe schwierig ist, das ist mit Nanoteilchen, das glauben Sie mir hoffentlich, wenn die, also das wird nicht leichter.
Da muss man sich also noch viel mehr auf die Hinterfüße stellen, um das zu detektieren. Und um das zu detektieren, da muss man es ein bisschen ausnützen, wie sich Licht in Materie verhält. Und wie verhält sich Licht in Materie? Naja, das ist eigentlich so ein bisschen so wie Aquajogging. Sie sind zu jung für Aquajogging. Also Aquajogging, das ist, also wenn man im Schwimmbad zum Laufen geht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, vergleichen Sie Laufen an Land oder im Schwimmbad, dann ist es an Land so, Sie haben also da eine feste Schrittfrequenz und können dann mit einer entsprechenden Schrittweite laufen. Und wenn Sie jetzt mit der gleichen Schrittfrequenz ins Schwimmbad gehen, weil da eben das Laufen viel toller ist, weil man da zum Beispiel einem feschen Bademeister beim Vorturnen zuschauen kann, was man vielleicht anderweitig nicht so hat, dann also gehen wir ins Schwimmbad, also das Haus, dann das Licht und jetzt gehen wir ins Schwimmbad. Und wenn Sie jetzt mit der gleichen Schrittfrequenz laufen wie an Land, dann werden Sie feststellen, Sie können nur sehr viel kleinere Schritte machen. Und genau das muss man ausnutzen, dass man eben, dass das Licht unter Wasser im optisch dichten Medium nur mit einer sehr viel kleineren Schrittweite bei gleicher Frequenz propagiert. Es ist langsamer und das muss man ausnutzen, dass es weniger Platz braucht. Ich möchte Ihnen da noch ein anderes Beispiel, damit Sie es auch wirklich begreifen, was hier passiert, geben. Stellen Sie sich vor, die Isar hat Hochwasser. Wir sind hier im Keller, da ist leicht einmal eine Überflutung, auch bis in der letzten Reihe in Unterföhring. Die haben das ja ausprobiert mit ihrer VHS, wie man das macht. Und haben noch nicht einmal eine Isar dazu gebraucht. Also die kennen das halt auch anders. Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Hochwasser, bis, also dass Sie in der letzten Reihe bis zum Haarschopf unter Wasser stehen. Wir wünschen es Ihnen nicht hier, aber stellen Sie sich vor, Sie sehen dann immer noch meine Schuhe in Rot, aber später wie im Trocknen. So ist also, das ist das Problem hier. Und ja, das muss man jetzt nur noch detektieren, dass das Licht weniger gebraucht hat. Dazu nimmt man einen optischen Resonator. Das sind wieder zwei Spiegel, da spannt man eine Lichtwelle ein. So eine Lichtwelle, das wissen Sie auch, die Lichtwellenlänge ist sehr kurz und man muss die genau einspannen. Also man kann da nicht irgendwie so, irgendwie freie Hand, sondern das muss wirklich sitzen, dass das passt. Wenn es nicht passt, dann geht es nämlich nicht. Und darum muss man diesen Abstand genau einhalten. Das machen wir elektronisch. Und der also heute da, und weil das im öffentlichen Dienst ist, muss man natürlich auch Rechenschaft ablegen. Das also mache ich hier mit auch Ihnen gegenüber, Sie als mein Steuerzahler und ich als Ihr Steuergeldausgeber. Der schreibt also auf, was er tut. Und dann kommt jetzt das Nanoteilchen daher. Also dieses ganze Experiment habe ich unter Wasser gemacht. Das ist ein sehr eine sehr dumme Idee, möchte ich sagen. Man sollte keine Experimente unter Wasser machen, weil das funktioniert nämlich nicht gescheit. Hier hat es also genau einmal funktioniert, darum kann ich Ihnen das Ergebnis zeigen. Also das Nanoteilchen schwimmt da hinein und Sie sehen jetzt im Nanoteilchen, das ist ja optisch dicht, da braucht das Licht weniger Platz, da entsteht eine Lücke. Der merkt das, sagt, öha, da muss er reagieren, macht das auch, regelt da den Abstand nach, weil das Licht ja weniger Platz braucht und schreibt es auf, und wenn da dann im Aufschrieber spitz ist, dann ist also da das Nanoteilchen drin und jetzt kommt der feuchte Traum jeden Unterwasser experimentierenden Experimentators. Wenn dann das Nanoteilchen weg ist, ist alles wie vorher. Das wünscht man sich, das trifft aber aufgrund der Feuchtigkeit in diesem Experiment nur sehr selten ein. Das ist also ganz schlecht. Aber es hat eben einmal funktioniert, wenn der Spitz da ist, das merken Sie sich, weil jetzt kann ich Ihnen das Experiment zeigen. Sie sehen also in Rot ganz schwach die zwei Spiegel, Sie sehen in Weiß das Streulicht von den Nanoteilchen und Sie sehen immer dann, wenn das Nanoteilchen da ist, zappelt es rechts, weil das ist das Abstandssignal. Also immer dann, wenn da diese Abstände wackeln, weil das Nanoteilchen da ist, leuchtet es. Das hat einmal funktioniert, das kann ich Ihnen jetzt auch kein zweites Mal mehr zeigen. Aber jetzt wissen Sie, wie man durchsichtige Nanoteilchen im Prinzip detektiert, wie das gehen kann. Und wenn man da wirklich noch mit Fleiß forscht, kommt man da vielleicht auch ein Coronavirus hineinhusten, kommt man quasi direkt aus dem Lungenhaaring da reinhalten und schauen, ob da das richtige Virus drin ist. Das mache ich aber nicht mehr, weil das hat mich schon genügend Nerven gekostet und so viel habe ich dann auch nicht. Aber jetzt wissen Sie, wie es geht. Also wenn Sie Ambitionen haben, so kann man es machen. Gut, das wissen Sie jetzt. Vielen Dank. Ah ja.
Wenn Sie sich noch mehr dafür interessieren, ich habe da auch ein Buch geschrieben, das kann man lesen. Das ist toll, sagt mein Chef. Es ist auch vollkommen umsonst, wenn Sie es lesen. Also kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Vielen Dank. Kannst du mir das losgeht, mal hinschauen? So, jetzt war Matthias Mader. Jetzt wisst ihr, warum ich so gerne mit diesen Menschen auf der Bühne stehe. Der bereitet schon meinen, der wunderbar. Ich bin jetzt, ich muss, scroll schon mal vor, auf los geht's. Dann werde ich in der Zwischenzeit die nächsten Gäste anmoderieren, weil jetzt wird es nämlich Musik geben. Und zwar von Floloton, den ich auch schon sehr lange kenne und schätze. Wir waren auch schon sehr früh auf Bühnen gleich unterwegs. Und der hat mich von Anfang an begeistert durch seine Vielseitigkeit und seine echt tolle Musik. Bin froh, dass er da ist. Floloton mit dem Trommeltobi. Hallo, schönen guten Abend, auch an die Geräte zu Hause. Ja, wir haben unseren ersten Duo-Auftritt seit Corona angefangen hat. Ich freue mich sehr, Tobi, der auch während der Pandemie quasi nichts an seiner beeindruckenden Physis einbüßen musste. Und fangen an mit einem Lied, das heißt Guten Tag. Guten Tag, heute Morgen mag ich gerne. Guten Tag, Medien der Moderne. Guten Tag, meine Ziele in der Ferne. Guten Tag, Weintrauben ohne Kerne. Guten Tag, sind Vögel, die draußen fliegen, während Stürme, Regenschirme nach außen biegen. Guten Tag, alle, die in der U-Bahn lachen. Guten Tag, alle, die bei anderen Mut entfachen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, sich immer noch drehende Welt, in der für uns jeden Tag alles steht und fällt. Guten Tag, schön, dass wir immer noch dabei sind, wir kämen nie auf die Idee daran zu zweifeln. Guten Tag, sich immer noch drehende Welt, in der für uns jeden Tag alles steht und fällt. Guten Tag, schön, dass wir immer noch dabei sind, wir kämen nie auf die Idee daran zu zweifeln. Guten Tag. Guten Tag, Wolken aus denen kein Regen tropft. Guten Tag, Kopfkissen für jeden Kopf. Guten Tag, Gänse, die man nicht für Leber stopft. Und guten Tag, Tür, an die ich nicht vergebens klopf. Guten Tag, alle, die in Friede verweilen. Und guten Tag, alle, die hier sind und Liebe verteilen. Guten Tag, gute Beispiele. Guten Tag, Eisdiele. Guten Tag, Visionäre. Guten Tag, Lieblingsserie. Guten Tag, alle, die an Tiger oder Affen denken. Guten Tag, Krieger, die doch lieber ihre Waffen senken. Guten Tag. Guten Tag, sich immer noch drehende Welt, in der für uns jeden Tag alles steht und fällt. Guten Tag, schön, dass wir immer noch dabei sind, wir kämen nie auf die Idee daran zu zweifeln. Guten Tag, sich immer noch drehende Welt, in der für uns jeden Tag alles steht und fällt. Guten Tag, schön, dass wir immer noch dabei sind, wir kämen nie auf die Idee daran zu zweifeln. Guten Tag. Guten Tag. Und auch wenn man ab und zu manchmal im Regen verweilt, weil das Leben immer wieder gerne Schläge verteilt, und auch wenn es gelegentlich ein zu tiefer Schlag ist, vergiss nicht, wie gut dieser Tag ist. 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 Wie gut dieser Tag ist, du kannst jetzt aufstehen, auf Reise gehen oder mit deinen Daumen weiter Kreise drehen. Bist du noch lebendig oder knapp neben Ableben? Du kannst zwischen Geraden oder Abwegen abwägen, dass du keine Kreise zählst, im Geist ist ein Palast. Wenn du weise wählst, du weißt, dass du die Wahl hast. Für alles, was du greifen willst, scheinen deine Hände klein, doch der Horizont muss noch lange nicht das Ende sein. Danke. Ja, vielen Dank. So, jetzt, weil wir ja so kurze Streaming-Slots machen heute, ist das Gefälle ganz groß. Es gibt jetzt quasi gleich die volle Breitseite Emotionen noch hinterher. Das heißt, das gute Taggefühl so ein bisschen beiseite schieben für nachher gleich und an die letzte Trennung denken. Und auf geht's dann mit Sag irgendetwas.
Wir haben gerade vorhin festgelegt, dass der Tobi einzählt, weil ich beim Soundcheck schlecht eingezählt habe. Ich hoffe, er zählt gut ein. Gingst nach draußen und dann bist du weggegangen. Hast du die Augen zu, schaust du die Decke an. Fühlst du dich besser und bist du erleichtert? Glaubst du auch, dass es beinahe gereicht hat? Ich möchte wissen, ob du ebenso beschissen schläfst, ob du dich genau wie ich auf deinem Kissen drehst, ob du auch ein Loch in die Luft direkt vor dir starrst, ob du weißt, dass du viel zu lange weg von hier warst. Vielleicht ist es gar nichts Gravierendes, dass es hier so still ist, aber es ist irgendetwas. Und auch wenn ich alles im Hier und Jetzt lass, will ich einmal noch was hören. Sag irgendetwas. Und vielleicht ist es gar nichts Gravierendes, dass es hier so still ist, aber es ist irgendetwas. Und auch wenn ich alles im Hier und Jetzt lass, will ich einmal noch was hören. Sag irgendetwas. Ich hatte früh schon Fragen, die ich zu spät nun stell. Leider war die Realität zu schnell, wie jede Frage um mich in jeder Facette kreist. Und will ich losfahren, merk ich, wie meine Kette reißt. Könnte es sein, dass du ein klein wenig nur auf einen Zug gewartet hast, der dann eh nicht fuhr und nicht jede Spur von dir im Sand verläuft. Ich hab so vieles, was ich wissen möchte, angehäuft. Nichts Gravierendes, dass es hier so still ist, aber es ist irgendetwas. Und doch wenn ich alles im Hier und Jetzt lass, will ich einmal noch was hören. Sag irgendetwas. Und vielleicht ist es gar nichts Gravierendes, dass es hier so still ist, aber es ist irgendetwas. Und doch wenn ich alles im Hier und Jetzt lass, will ich einmal noch was hören. Sag irgendetwas. Sag irgendetwas. Sag irgendetwas. Oh, sag irgendetwas, sag irgendetwas, sag irgendetwas. Sag irgendetwas, sag irgendetwas. Sag irgendetwas, sag irgendetwas, sag irgendetwas. Dankeschön. Das war Flonoton. Den wir auch nachher nochmal wieder hören werden. Ja, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Gast. Und für diesen zweiten Gast haben wir überhaupt keine Kosten und Mühen gehabt. Denn der zweite Gast bin ich. Weil ich mir dachte, mein Thema passt hervorragend zur aktuellen Zeit. Deswegen begrüße ich mal alle zu Hause, die jetzt bei YouTube zuschauen. Die schauen wahrscheinlich aus ihrem Homeoffice zu und glotzen genauso. Manche Homeoffice sehen auch so aus. Also es gibt Menschen, die... Und glotzen genauso in Laptops, wie sie jetzt im Homeoffice den ganzen Tag reinschauten und machen Videokonferenzen. Was man jetzt aber in dieser Zeit nicht machen darf, es gibt ja im Homeoffice den Dresscode Business Very Light, den mit nach draußen zu nehmen. Also wenn man rausgeht, Hose bitte anziehen. Gut, also man hockt jetzt hier im Homeoffice und macht Videokonferenzen, spricht also in Geräte rein. Und hat auf der anderen Seite normalerweise Menschen, die auch in Geräte reinrennen. Ich mache gerade nämlich den Kameramann nervös, weil ich nach vorne
und nach hinten gehe und er zieht nach. Ich werde ein bisschen mehr stehen bleiben jetzt. In meinem Alter kann man das noch gut tun. Und es gibt aber Menschen, die im Gegensatz zu diesen Menschen glauben, sie müssten gar nicht in einen Laptop sprechen für eine Video, sondern es reicht, wenn sie in ihre Hand sprechen. Brauchen keine Geräte. Es sind Spaß. Und wenn man halt in so einer Konferenz ist, dann braucht man gute Netzwerke, damit keine Tonstörung kommt. Also dass keiner fragt, wo ist der Ton? Und wir untersuchen bei unserer Firma, bei unserem Institut, wie übertragen wir Bild- und Tonsignale zum Beispiel von Stadien, von großen Konzerthallen in ein Live-Studio. Ton für kleine Bandbreiten, schauen, welche neuen Netzwerke es gibt, welche Störungen kann es geben, wie man die Störungen beheben kann und was an Effekten auftreten kann, wenn man solche Störungen einfach falsch behebt. Wir schauen da auf kleine Bandbreiten, wie sie sich vom Telefonieren kennen, bis zu den dicken Videos von 1 bis 10 Gigabit pro Sekunde und gucken mal drauf, was dann passiert. Gut, noch zum Hintergrund. Wenn ich sage, ich mache was mit Netzen, denken meine älteren Tanten meistens sowas. Und Freunde, die mich kennen, schicken mir öfter Fotos von Sachen mit Netzen. Ich habe ein Bild mal herausgenommen jetzt, weil darin der Name meines Lieblingscafés hier aus Ismaning vorkommt, nämlich das Waldeck. Netze statt Waldeck, ja, war ein Spaß, muss nichts mit dem Vortrag zu tun haben. Wenn wir jetzt für die Tagesschau oder so irgendeine Live-Vortrag machen, muss nicht jede Information komplett unverfälscht ankommen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wo das nicht funktioniert hat, wo die Kommunikation zwischen einem Besteller und einem Lieferanten nicht fehlerfrei funktioniert hat. Ich lasse es mal ganz kurz wirken. Normal zeige ich halt mit dem Beamer drauf. Also oben ist ein Tier und unten ein anderes Tier beschrieben. Das Schild steht in Österreich. Hat ein Freund fotografiert. Gut, jede Untersuchung braucht auch eine These. Bei uns werden die oft aufgestellt von älteren Ingenieuren oder Reportern und heißt, früher war alles besser. Ist eine gute These, früher war alles gut, früher war alles früher, aber nicht unbedingt besser. Aber wie war es denn früher? Wie werden solche Übertragungen denn jetzt gemacht? Dazu schalten wir mal kurz ins Heute-Studio um, das kennen Sie alle. Wenn Sie abends mal fernsehen, das ist ein bisschen weiter weg. Das ist die Technik vom Heute-Studio, die man sehen könnte, wenn man drum rumläuft. Ich bin vielleicht nicht der Einzige, der immer erwartet, Klaus Kleber wird Madame Skateboard runterbrettern. Macht er nie. Das ist die teuerste Skateboardbahn, die es gibt in Deutschland und keiner nutzt die so richtig. Gut, wie schaut denn so ein Studio, wie schaut so ein Netzwerk in so einem Studio eigentlich aus? Aktuell. Da hat man so mitten so ein Koppelfeld, so ein Kreuzschiene heißt das, und jedes einzelne Element, jede Kamera, jeder Bildschirm, jedes Mikrofon ist mit einem eigenen Kabel dort angebunden. Und je mehr Technik man hat, desto wuseliger wird es und desto fehleranfälliger wird es. Da sagen wir ja, wir machen alles in ein IP-IT-Netz rein. Hat man erst mit, man geht in die Cloud, man steckt ein Kabel ein, alles über ein Kabel. Und solche Netze schauen manchmal auch so aus. Das ist ein funktionierendes Netz an der Uni in den USA. Do not touch any of these wires, ist ernst gemeint. Aber es funktioniert. Also können auch solche Netze manchmal komisch aussehen und IT-Equipment kann auch andere Probleme verursachen. Von daher, man kann damit okay antworten, ja? Also das ist gemein. Man muss das bestätigen, dass man unverständliche Antworten an einen Server schickt. Aber egal. Nochmal zurück zum Heute-Studio. Wir haben das Ganze einfach nachgebaut bei uns im IAT. Und schalten dorthin mal um. Wir haben das ganze Schöne weggelassen und nur die Technik genommen und noch einen Ingenieur eingeschraubt. Das ist der Mensch rechts im Bild. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie ihn wiedererkennen, aber halt von hinten und mit 13 Kilo mehr. Und wir prüfen halt dann wirklich nach, wie solche Signale von A nach B kommen und was passieren kann, wenn man da irgendwelche Fehler macht. Gut, jetzt ein kleiner Rückblick. Wir nehmen als Beispiel mal die Fußballkonferenz, die man so bei Bayern 1 samstags kennt, wo halt Männer in feineren Hemden ihre Autos waschen, die Radios laut anhaben und dann Fußball-Bundesliga hören. Da gab es früher zur Übertragung ISDN, also der Reporter im Stadion in Berlin, im Funkhaus hier in München hocken die Regisseure und man wurde mit ISDN wurde übertragen. Für die Jüngeren hier, die Eltern kennen es, ISDN war noch aus der Zeit, als die Telefone an der Wand festgemacht waren. Man hat sich dann verabredet, hat aufgelegt, ging raus und war nicht mehr erreichbar. Das war schön. Heute nicht mehr. Aber ISDN war echt gut. Man hat halt wirklich Verbindung gehabt mit guter Qualität. Man hat eigentlich keine Störung gehabt. Und wenn man halt ein Konzert übertragen hat, hat man einfach 3, 4, 5, 6, 7 Kanäle mehr genommen. Und man hat eine kurze Laufzeit gehabt. Das heißt, man konnte gut Interviews führen. Wenn man Leute hat, die halt sprachlich unbegabt waren zum Beispiel. Oder andere Menschen, die einem dauernd ins Wort fallen.
ist eine kurze Laufzeit sehr wichtig. Jetzt ist aber ISDN leider weg. Die Telekoms dabei wollen es nicht mehr. Wir machen das Voice over IP oder wie wir sagen, Audio-IP mit ein bisschen besseren Codecs. Wie funktioniert das? Man hat also ein Stadion und das Funkhaus hier, man hat dazwischen dieses Internet und an beiden Standorten steht ein Netzwerkadapter. Dort wird das Blablabla des Reporters genommen, wird dort in IP zerstückelt, in Pakete gepackt und bekommt noch so ein Adressfeld und mehr vorne dran, damit das Paket weiß, wo es denn hin muss. Dann sollte es normalerweise den kürzesten Weg durch dieses Netz nehmen, nimmt es nicht immer, also eher selten. An der anderen Seite wird es wieder ausgepackt, das ganze IP wird weggeschmissen und der Ton geht ins Funkhaus, ins Studio und auf Sendung. Soweit so schlecht. Wir haben gemessen, diese Netze mittendrin haben Fehler und daher kommt es zu Störungen. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und was für Fehler Ursachen gibt es? Wir haben ein Publikum heute, ich kann fragen. Es gibt einige, die wissen das. Wer meine Vortrag schon mal gesehen hat, jetzt nicht antworten. Was ist eine der häufigsten Fehlerursachen in Deutschland für solche groben Netzwerkstörungen? Die Antwortzeiten sind lang hier. Ja, der Bagger. Fragt man sich, warum? Ja klar, wenn man rausschaut, man hat überall Baustellen. Wir haben momentan in den letzten Jahren seit 2000 überall Glasfaser vergraben. Wenn man das Klo aufmacht, Glasfaser. Man gräbt die Rosen um, Glasfaser. Sportplatz graben, Glasfaser. Baustelle, Glasfaser. Und jetzt wird überall Fernwärme, Strom verlegt und dann kommt so ein Bagger mit so einem filigranen Schäufischen, trifft auf eine Glasfaser und in 10 von 10 Fällen gewinnt die Schaufel. Wenn man weiß, dass in so einem Glasfaser-Kabelbündel oft so über 150 Kabel drin liegen, dann kann schon mal eine ganze Stadt durch einen Bagger lahmgelegt werden. Kommt nicht so selten vor. Der zweite ist, die Hauptursache ist der Mensch. Auf Bayerisch Depp, weil er zu blöd ist, ein Netz aufzubauen, zu geldgierig, um ein gutes Netz aufzubauen, zum Nachteil einfach zu faul ist oder generell blöd, Beispiel hier, Kabeldiebe. Klauen. Erstaunlich viel Glasfaserkabel, wenn sie Kupfer klauen wollen. Und man findet dann die Glasfaserkabel ungefähr 20 Meter weiter im Wald. Weil sie dann doch merken irgendwann, oh scheiße, wollten anders kaufen. Also Kabeldiebe sind generell eher geistig nicht ganz so firm, weil die ja oft versuchen, in Umspannwerken die Stromkabel zu klauen. Das ist dann oft eine sehr brutzelige Angelegenheit, wenn man die wieder da von den Kabeln wegschmelzen muss. Das ist, es riecht auch sehr schlecht, glaube ich. Gut, ich passe mal so ein Menschenbeispiel zusammen. Ich nenne das menschlich verursachter Buffer-Overflow, der Speicherüberlauf. Wir schauen mal so dieses runde Ding, ist ein Netzwerkknoten, der in irgendeinem Netz liegt. Von links kommen aus zwei Städten Datenströme A und B und die gehen in Datenstrom C raus aus diesem Knoten. Jetzt wird selbst der mathematisch Ungebildete sehen, A plus B ist viel größer als C. Das kann doch nicht funktionieren. Richtig, es funktioniert aber trotzdem ziemlich gut, weil die Telekoms der Welt das nämlich auch nutzen. Die sagen, das ist eine Überbuchung und das ist für die bares Geld. Da kam nämlich ein schlauer Mensch, ich nenne ihn Homo Telco Rafsakiensis drauf, dass er sagt, Moment mal, meine Kunden sind noch nicht alle gleichzeitig im Netz und senden noch nicht alle mit 100% der Bandbreite, die sie bezahlt haben. Also kann ich doch viel mehr verkaufen, als ich aufbaue. Und das machen die wirklich teilweise. Und die haben sich da tolle Verträge ausgedacht. Ich habe auch ein paar gesehen. Oh, so hellgrau auf weiß in Schriftgröße 3. Sätze drinstehen wie, die in dem Vertrag garantierten Fehlerraten gelten nur, wenn sich der Kunde verpflichtet, mit maximal 60% der von ihm bezahlten Bandbreite ins Netz zu gehen. Und das unterschreiben vor allen Dingen kleine Firmen, die halt nicht so viel Geld haben. Mittlerweile sind die Verträge ein bisschen geändert worden, aber das vor ein paar Jahren ist sowas oft unterschrieben worden. Unschön. Und das heißt, wir als Live-Übertragung wollen alles am Ende anbekommen, wollen auch 100% garantiert bekommen, aber viele haben das gemacht und es wurde halt wirklich überbucht. Das heißt, man hat mehr Daten verkauft, Bandbreite, als man eigentlich im Netz hatte. Und dadurch kommt es halt in diesen Knoten zu Daten, also Paketverlusten. Jetzt haben sich sehr viele, sehr schlaue Menschen, sehr viele, sehr schlaue Gedanken gemacht und in wunderbaren Modellen diese Fehlerraten, diese Fehlermodelle beschrieben. Problem ist, versteht keine Sau. Aber wenn man sich umschaut, eigentlich in jeder Stadt, findet man auch so Modelle, die einem sehr anschaulich erklären, wie die Fehler in so einem Knoten zustande kommen. Auch in München hier gibt es das Münchner Verlustverteilungsmodell, MVV, hier dargestellt. Man hat hier also, habe das ältere Modell genommen, das ist noch etwas verständlicher. Man hat also hier viele Netzwerkknoten, man hat Netzverbindungen, werden Pakete transportiert, die Pendlerpakete. Morgens mehr, mittags weniger, abends wieder mehr. Ab und zu gibt es Paketverluste, das heißt dann Personenschaden.
Und wenn man jetzt in so einen Knoten reinschaut, erkennt man sehr leicht, was in so Netzwerk-Switchen passiert. Wenn nämlich der Eingangsspeicher dieses Knotens voll ist und auch der Ausgangsspeicher keine Daten mehr aufnehmen kann, dann kommt es zum Buffer-Overflow aus dem Speicherüberlauf. Aktuell, heute, wären neben diesen ganzen Menschenpaketen noch ein paar andere Freunde da, die gerne mit rein wollen. Und in diesem schönen Nährboden für Viren hätten wir ruckzuck ein schönes, verseuchtes IP-Paket. Gut, also so entstehen Paketverluste. Das heißt, es muss geguckt werden, dass weniger Pakete halt in diesen Knoten reinkommen. Dafür gibt es Algorithmen, die dafür sorgen, dass die Pakete mit der geringsten Priorität verworfen werden. Also hier die Pakete ohne Fahrschein, die werden eliminiert. Und das so lange, bis wieder der Ausgangsspeicher Daten aufnehmen kann. Das heißt, so kommen halt in diesen Knoten Paketverluste zustande. So, jetzt wissen wir, wie die zustande kommen. Aber was haben die für Auswirkungen? Ist das denn schlimm? Bei E-Mails? Nö. Bei Live-Übertragungen? Ja. Wir machen eine Verbalsimulation. Sie müssen alle mitspielen jetzt, auch zu Hause. Jetzt wird aufgepasst und mitgemacht. Wir schauen zurück in eine Zeit, als wir noch Fußball spielen konnten, erfolgreich und durften. 2014, WM-Finale, Deutschland-Argentinien. Wir müssen jetzt mitdenken und aufpassen. Wir spielen das so. Ich bin der Reporter, sitze in Rio im Stadion. Sie sind alle die Redakteure beim Bayerischen Rundfunk im Funkhaus. Zwischendrin ein Netz mit Fehlern. Und jetzt nicht wundern, ich gehe gleich aus dem Bild, weil ich bin ja Reporter im Stadion. Man sieht mich ja nicht. Man hört mich. Wenn wir jetzt so ein Netz haben mit vielen Fehlern, klingt das unter Umständen ohne Korrektur so. Müller im Strafraum, Müller auf Götze, Götze. Und damit zurück ins Studio. Ist jetzt für den Tontechniker blöd, fürs Publikum ganz blöd und für den Auftraggeber fatal. Gut, was haben wir denn für Alternativen jetzt, um das zu korrigieren? Das erste ist eine Fehlerkorrektur. Da wird zu den Nutzdaten noch extra Daten übertragen und am anderen Ende mit einem Algorithmus können bestimmte Mengen von Fehlern korrigiert werden. Das heißt, man hat da wirklich fast ein fehlerfreies Signal. Problem ist, der Algorithmus dauert. Das heißt, man hat eine Verzögerung und ist für Live-Interviews nicht geeignet. Dann gibt es noch die ganz cleveren Varianten, die Fehlerverschleierung. Da wird dem Zuhörer vorgegaukelt, dass es keinen Fehler gibt. Da gibt es verschiedene Methoden, gibt es auch in anderen Branchen, Schummelsoftware genannt, gibt es verschiedene Methoden, die angewandt werden. Die erste ist die Wiederholung. Das heißt, wird das letzte fehlerfreie Tonpaket so lange ausgespielt, bis der Empfänger wieder eins bekommt, das gültig ist. Problem, also bei kleinen Fehlern kein Problem. Bei großen Fehlern klingt das so. Ich gehe mal wieder aus dem Bild. Götze auf Müller. Wilhelm Schauer. Und damit zurück ins Studio. Ist jetzt auch nicht ganz optimal. Die am meisten gemachte Methode ist das Stummschalten. Das heißt, da kommt nichts, bis wieder ein braves Paket kommt. Bei kurzen Störungen kein Problem, bei langen, ich will mich nicht mehr verstecken, das ist ja klar, was da passiert. Müller auf Götze. Und damit zurück ins Studio. Ist jetzt auch nicht gelb auf dem Omelett. Was man jetzt machen kann, wenn man wirklich teure Signale hat, also Live-Übertragung, Fußball-WM, Tagesschau und so ein Kram, man nimmt sich zwei Strecken. Am besten noch nicht beide übers Internet. Und ganz wichtig, immer eine schaufelbreite Platz zwischen den beiden. Möglichst so rechts über Deutschland, links über Deutschland zurück. Denn wenn man zu schlecht aufpasst und das bagger sich ja trennen die Wege, ist meistens kein Problem. Ich kenne einen mir persönlich sehr gut bekannten Fall, wo wir auf Fehler zurückgehen mussten, wo vor einer Rundfunkanstalt wurde gebaut. Und das Bauteam fand die Kabel. Hat gedacht, oh, die müssen wir sichern. Hat die in ein Rohr gelegt. Das Rohr durch einen Kanal unter einer Mauer durch in die Rundfunkanstalt. Gleichzeitig wurde auf der anderen Seite der Kanal ausgewechselt. Es kam ein Bagger, wenn auch klein, aber er hat dann nicht viel gebraucht. Er hat nur dieses eine Rohr gebraucht und hat es durchtrennt. Und das war kurz vor der Tagesschau. Wir sind ja ganz klar, wir haben noch ein Satellitensignal gehabt, das ist keine Störung. Aber trotzdem,
es kostet Geld. Also diese Methode kostet ein bisschen mehr Geld als die anderen, aber für die teuren Signale ist die schon das Angebrachte, die Lösung. Dann ist auch die Chefin zufrieden. Weil es ist ja schade, was nützt denn das schönste Siegestor? Trinkt es nicht an das höheres Ohr. Vielen Dank. So, jetzt weiß noch, was ich in meinem richtigen Beruf so mache und nicht nur auf Bühnen rumstehe. Bühne ist aber oft spannender. Gut, jetzt wird es wieder musikalisch. Ich habe eben schon vorgestellt mit seinem Cajon-Spieler Flonoton. Hallo, da sind wir wieder. Mit zwei weiteren Liedern von übrigens einer ganz neuen CD, die es seit kurzem erst zum Anhören, Streamen, Downloaden gibt. Sinfluonie heißt die, auf allen Portalen erhältlich und wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen, auch in echt erhältlich als CD, falls ihr noch CDs hört. Schaut gerne mal, hört gerne mal rein. Tobi hat auch was drauf gespielt. Und jetzt ein Lied, es heißt Drehscheibe, es handelt von dem Gehetztsein und dem wenig Zeit haben. Blitzen und ziehen an mir vorbei. Eigentlich kann ja noch kein Weg anvisiert sein. Doch alle laufen so geradlinig und zielsicher. Auf diesem Weg, der immer schmaler wird und niedriger. Und so viel ich ja versuche, es will nicht vorangehen. Und ich hasse es, wenn die mich so ansehen. Ich kann damit leben, dass ich es nicht so weit schaffe. Doch wieso läuft doch mich alles wie im Zeitraffer? Alle rasen zum Ziel und sie strecken sich dünn und weit und nicht dahinter in Schneckengeschwindigkeit. Alles in Bewegung und die Welt eine Drehscheibe. Wie kann es sein, dass ich dann hier stehen bleibe? Tickende Uhren, die uns maßregeln, keine Verschnaufpause, immer nur Gas geben, Glas heben und direkt beim Aussaufen rauslaufen, Dinge überschlagen und die Möbel vor dem Haus kaufen, viel zu verpassen, einmal stolpern und man fällt ewig, nein, die Welt steht nicht, sie ist schnelllebig, hält eben nicht an, hält man nicht mit, wenn einem die Zeit durch die Finger und abhanden glitt. Alle rasen zum Ziel und sie strecken sich dünn und weit und ich dahinter in Schneckengeschwindigkeit. Alles in Bewegung und die Welt eine Drehscheibe. Wie kann es sein, dass ich dann hier stehen bleibe? Schwer, das alleine wäre noch nicht so schlimm, doch scheint es sehr, dass meine Schuhe immer weniger Profil haben. Die Schilder, die meinen Wegen noch ein Ziel gaben, gar nicht mehr viel sagen, sondern betreten Schweigen und verwittert sind inmitten von verwehten Zweigen in diesem steten Treiben, wo kein Halt mehr bleibt, spürt man schmerzlich schnell dann seine Halbwertszeit, wenn die Kraft nicht zu jedem neuen Schritt treibt. Es gibt kein Mitleid, wenn man nicht fit bleibt. Und sie strecken sich dünn und weit und nicht dahinter in Schneckengeschwindigkeit. Alles in Bewegung und die Welt eine Drehscheibe. Wie kann es sein, dass ich dann hier stehen bleibe? Danke, danke. Habt ihr es rausgehört? Es kam das Wort Halbwertszeit vor, der wissenschaftliche Beitrag. So, jetzt noch ein gemütlicher Abschluss unseres kleinen Musiksets mit einem Lied, das heißt Die Liebe. Das haben wir schon eine ganze Weile. Es ist auch eigentlich immer eines unserer Lieblingslieder gewesen zum so aufführen. Und ja, danke, dass wir hier bei der Science Show dabei sein durften. Und dass es auch noch
Es ist ja alles nacheinander ausgefallen, dass es jetzt endlich mal wieder was stattfindet. Ist wirklich sehr, sehr schön. So hatten Tobi und ich auch einen Grund, endlich wieder zu üben. Yes. Beziehungsweise erst war es ja nicht erlaubt und dann, naja. Aber jetzt, die Liebe. Gerüchte, ein paar Geschichten auf der Straße wusste man zu berichten. Die Liebe ist wieder da. Sie soll ja bisher meistens nur im Dunkeln gehen. Man munkelt nur, hat sie noch nicht gesehen. Ach Liebe, ist das denn wahr? Wenn die Liebe hierher kommt, kann das nicht gut gehen. Sie sollte lieber gleich wieder ihren Hut nehmen, bevor sie sich noch was tut. Denn dass die Liebe irgendwo hinfällt, ist bekannt. Und wahrscheinlich ist sie mal wieder viel zu schnell gerannt. Doch sie lässt sich auch einfach gar nichts sagen und nimmt weiter ihren Lauf. Und wenn sie dann gestolpert ist, hilft ihr keiner auf. Leugnen oder sich dem Glauben beugen, jedenfalls behaupten alle Augenzeugen, die Liebe streift hier umher. Ja, immer wieder da und so triefend schmierig ist das Wegbleiben für sie irgendwie so schwierig. Liebe will immer mehr. Wenn die Liebe hierher kommt, ich denke oft genug dran, wie sie letztes Mal da stand mit Blut am Knie. Wieso geht sie nicht einfach heim? Denn dass die Liebe irgendwo hinfällt, ist bekannt. Und wahrscheinlich ist sie mal wieder viel zu schnell gerannt. Doch wie soll man ihr denn helfen, wenn sie scheinbar einfach überhaupt nichts lernt? Ja, wenn die Liebe klug wär, hätte sie sich längst von uns entfernt. Ja, wenn die Liebe klug wär, hätte sie sich längst von uns entfernt. Vielen Dank. Flonoton mit Tobi am Schlagzeug. Herrlich. Ja, ich kann auch gleich vermelden von unserer Institutsaußenstelle, der Netzwerkstream funktioniert. Grüße an Sonja und Dagi. Ja, ich wurde doch gerade im Publikum erkannt. Also das ist ja, wir sind sehr, sehr institutslastig hier und ex-institutslastig hier. Ist ja nicht schlimm. Jetzt kommt schon der letzte Beitrag des heutigen Abends. Und ich sage, es kommt jemand, der war schon auf der Bühne und singt nicht. Dann ist klar, wer es ist. Nämlich Matthias Marder wieder. Und er wird wieder einen Beitrag, der seiner Forschungstätigkeit sehr naheliegt ist. Diesmal mit einer wunderbaren praktischen Anwendung, die ich jetzt noch gar nicht verraten werde. Er wird maskiert seinen Laptop richten und dann wieder losschießen. Matthias Marder. Ja, vielen Dank.
Also ich möchte Ihnen jetzt ein praktisches Problem lösen, also was heißt lösen, an der Lösung arbeite ich noch, aber am Problem, das kennen Sie. Stellen Sie sich, es ist ja jetzt dann Sommer und es kommt dann der Spätsommer und Sie wissen, dann ist Zwetschgendatschi-Zeit. Und wenn Zwetschgendatschi-Zeit ist, das kennen Sie, dann sitzt man in einem Garten, auf seiner Terrasse, auf seinem Balkon, in einem Kaffeehausgarten. Man sitzt mit einem Stück Zwetschgendatschi ausgestattet. Man sitzt, freut sich auf diesen köstlich duftenden Zwetschgendatschi, womöglich mit Sahne und einer schönen Tasse Tee. Und man nimmt die Gabel zur Hand. Sie wissen, wie man das macht. Man gabelt. Und in dem Moment, wo man also das Stück aufgespießt hat, auf halbem Wege zum Mund ist, kommt also ein Weps daher. Und dieser Weps will, weil natürlich probieren, ob das Stück Zwetschgendatschi, das sie gerade für sich aufgegabelt haben, will probieren, ob der gut ist. Und er stellt fest, der Weps, er ist sehr gut, der Zwetschgendatschi. Und ich habe das mal beschriftet, weil ich habe das in Norddeutschland gehalten und die wissen ja nicht, was ein Weps ist. Und der Zwetschgendatschi kennen die auch nicht. Das ist ein armer Hund in Norddeutschland. Ohne Zwetschgendatschi, aber auch ohne Weps, das ist wiederum vorteilhaft. Und also dieser Weps probiert und stellt fest, er ist gut, der Zwetschgendatschi. Und man hat ihn noch nicht selber probiert, diesen Zwetschgendatschi. Schon sind also, jetzt probiert er, und so sind also alle anderen Websen auch da und wollen auch probieren. Und die Frage, die sich mir stellt, wie schafft es die erste Webs, die anderen Websen, zum sagen, dass der Zwetschgendatschi gut ist? Woher wissen es die anderen, dass es sich lohnt zu kommen und dass man mitessen kann? Und das habe ich dann auch eine Literaturrecherche gemacht und nichts gefunden. Aber ich habe herausgefunden, also beim Seidenspinner, da weiß man schon mehr. Also das ist nicht der Seidenspinner, das ist seine Frau. Das ist der Seidenspinner, der ist kleiner. Der hat auch in seinem Leben nur sehr eingeschränkte Aufgaben, nämlich die Begattung der Seidenspinnerin. Und wenn die Seidenspinnerin bereit ist, dann sendet sie, also wenn die also bereit ist für die Liebe des zum Seidenspinner, dann sendet sie also ein Geruchsmolekül aus, das heißt Bombykol. Das sieht man jetzt hier leider nur sehr dunkel, aber Sie sehen hier also Bombykol in diesem Herz. Und das sendet die also nicht von vorne aus, sondern von hinten. Und naja, dann weiß also der Seidenspinner, dass es jetzt soweit war und dass er sich in Position bringen muss, und eben um sein Lebenswerk zu verrichten. Adolf Butenandt hat in München also wahrscheinlich mehr seine Assistentinnen und Assistenten, 500.000 Seidenspinnerinnen gebraucht, um ihnen da diese Duftdrüse zu entnehmen, um ein paar Milligramm von diesem Bombykol zu extrahieren, um dann aufzuklären, wie das ausschaut. Also es ist nicht sehr viel, was da an Duftstoff frei wird. Der Seidenspinner merkt es trotzdem. Und wie macht er das? Naja, also das ist also, Sie sehen hier die Situation, zwei Insekten, das ist jetzt etwas abstrahiert, da müssen Sie jetzt abstrakt denken. Ich weiß, dass Insekten sechs Beine haben, das habe ich, glaube ich, hingekriegt. Sonst war also zwei generische Insekten, und die kommunizieren jetzt da mit so Geruchsstoffen, also die senden die aus und die empfangen die mit ihren Antennen. Für das haben die diese Antennen, und da gibt es Insekten, die haben solche, und es gibt andere mit anderen Antennen. Und naja, wenn man da jetzt belauschen will, dann muss man also da schauen, was tauschen die denn da so für Geruchsstoffe aus, und man braucht da vielleicht ein geeignetes Ohr oder vielleicht, eigentlich, wenn es Geruchsstoffe sind, braucht man eine Nase, aber mit so einer normalen Nase, das passt ja gar nicht zum Geruchsstoff, das riecht man womöglich nicht gut genug, und darum braucht man eigentlich so eine Antenne. Also man braucht eine Antenne, und das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich getan. Sie haben also so eine Antenne genommen und Elektroantennographie betrieben, um eben so zu sehen, was das Insekt so riecht. Elektroantennographie funktioniert eigentlich ganz einfach. Man nimmt also so eine Antenne und klemmt ans eine Ende von der Antenne also eine Elektrode an, und dann nimmt man das Insekt und rammt ins Knack
eine weitere Elektrode. Das geht ganz einfach, weil da braucht man keine Ethikkommission, sondern nur ein bisschen Kohlenstoffdioxid, um das Insekt zu betäuben, und dann braucht man eine Halterung. Das habe ich, da gibt es im Journal of Video Science in JOVE, das ist ein großartiges Journal, ein Video, wo das erklärt wird. Ich habe nach der Hälfte, da ist mir ganz anders war, und da habe ich es dann nicht mehr anschauen müssen. Aber so darf es gehen, also man klemmt das an dieses Insekt, und wenn dann so ein Molekül vorbeikommt, dann kann man das messen. Das Ganze ist natürlich sehr spezifisch und man muss dieses Insekt quälen, das will man natürlich nicht, und da habe ich mir gedacht, also da muss es ja auch andere Lösungen geben. Also vielleicht kann man das, ich bin ja Quantenoptiker, ich kenne mich mit Lasern aus, und Sie wissen, vielleicht auch wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, ein Schreiner mit dem Hammer, die sehen also in jedem der Lösung, jedem Nagel eine Lösung des Problems, und so sehe ich in Lasern eine Lösung jedweden Problems, das ist ganz klar. Und die Vorstellung ist natürlich, man braucht irgendwie so einen, man leuchtet da mit dem Laser rein und dann wird man das detektieren. Das ist der Plan. Da verschwende ich jetzt seit anderthalb Jahren Ihr Steuergeld dafür. Vielen Dank. Im Übrigen bin ich sehr dankbar, dass Sie mir da das zur Verfügung stellen. Und naja, wie wird das jetzt gehen? Also man hat jetzt da so ein Molekül. Was wird man machen? Also das ist sehr kompliziert, so ein Molekül. Nehmen wir mal das einfachste Molekül, das es gibt, nämlich ein zweiatomiges mit einfacher Bindung. Und das ist eigentlich auch noch sehr kompliziert, weil das sind ja schon zwei Atome. Das weiß kein Mensch, wie das genau funktionieren soll. Also nehmen wir mal ein Atom und da schauen wir mal hinein. Und so ein Atom, das besteht aus dem Atomkern in der Mitte, das ist das rote, und ein Elektron außenrum. Das ist also das einfachste Atom, das es gibt, das Wasserstoff. Und naja, schauen wir mal, was da passieren kann. Also man kann das jetzt anregen, so ein Atom. Man kann da jetzt also Energie zuführen und man kann dann also das Elektron in höhere Ebenen anheben. Das ist also, wenn man zum Beispiel, Sie können sich das vorstellen, wenn man da also Emotionen hineinpackt in so ein System, dann ist es angeregt und irgendwann entlädt sich so eine Emotion, dann hupft es wieder zurück und dabei leuchtet das Atom. Und je nachdem, wie weit es angeregt war, desto unterschiedlich leuchtet es. Also wenn es weniger von niedrigen Energien, da ist es rot, wenn höher angeregt, dann ist es gelb, und wenn es sehr hoch angeregt wird, dann wird es grün, und wenn man noch höher anregt, dann wird es blau. Die Fachleute unter Ihnen entschuldigen bitte, ist es im Wasserstoff, sind die Farben ein bisschen, das ist anders, aber damit Sie wissen, wie es funktioniert. Also bei niedrigen Anregungen rot und bei hohen Anregungen blau, und genau die spezifischen Farben, die sind genau, sind für jedes Atom speziell. Also wenn man weiß, wie da die Farben sind, dann weiß man, was es für ein Atom ist. Und beim Molekül funktioniert es im Prinzip genauso, das geht auch, kann man auch elektronisch anregen, nur hat man da ein Problem, diese Energien, die sind sehr viel höher und da kommt man mit Licht eigentlich nicht hin oder nur mit UV-Licht, und dann kriegt man Sonnenbrand im Labor, wenn man mit UV-Licht arbeitet, und das will man nicht, weil dann ist ja die ganze noble Optikerblässe weg, man sitzt im dunklen Labor und hat dann durch UV-Licht doch ein Sonnenbrand. Das ist also sehr ärgerlich, das will man nicht. Darum vermeidet man das, man sucht sich was Besseres. Dazu nutzt man aus, dieses Atom, das kann nämlich noch für was anderes, das kann auch schwingen. Also keine Schweizer Nationalsportart, sondern es kann also zum Beispiel, ich habe das doch da irgendwie illustriert, es kann zum Beispiel, also dieses Sorte Atom, die kann also, die beiden Atome, die können also dann so schwingen. Und diese Schwingung, die ist auch quantisiert, die kann man also auch beobachten. Die ist ganz eindeutig, wenn man also weiß, wie das schwingt, dann weiß man, was es für ein Molekül ist. Und diese Energien, die da damit verbunden sind, die sind jetzt sehr niedrig. Das sind ganz kleine Energien. Und wenn man da jetzt optisch hineinleuchtet, dann leuchtet man ziemlich dran vorbei. Das ist also auch blöd. Da muss man sich jetzt noch was Besseres ausdenken. Man muss jetzt einfach mal so ins Nichts leuchten und dann hoffen, dass es funktioniert. Und zwar macht man da jetzt ein Verfahren, das heißt Raman-Spektroskopie. Das hat ein Herr Raman entdeckt in Indien, weil in Indien die Sonne sehr hell scheint. Darum hat es da funktioniert in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert. Man leuchtet da jetzt einfach mal rein und schießt mal so ins Blaue, ins Nichts, und hofft, dass diese Anregung da mal angeregt bleibt, und dann hofft man, dass sie aus dem Blauen wieder zurückfällt
in ein angeregtes Niveau. So funktioniert Raman-Spektroskopie und ja, also so wird es funktionieren. Ich muss Ihnen das aber nochmal erklären. Jetzt habe ich leider meinen Meterstab vergessen, jetzt muss ich ein waghalsiges Experiment machen. Also, stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben also einen Maßstab, der ist also dieser Mikrofonständer. Und der kann also, Sie können sehr wohin, aber mit diesem großen Maßstab, den man es da auch einstellen kann, also Sie können zum Beispiel so messen oder auch so. Sie wollen aber eine sehr kurze Strecke messen, zum Beispiel da den Abstand von diesem Tisch zur Laptop-Oberkante. Und da kann man jetzt also folgende Messung machen, weil Sie können lange Längen mit diesem Teil sehr gut messen. Das ist was, was wir Optiker unwahrscheinlich gut können, sowas. Lange Längen. Und also man misst jetzt von da unten bis da oben, also bis fast zur Decke, merken Sie sich den Punkt da oben. Also das müssen Sie, nein, das ist virologisch gefährlich wie Hilfe. Also merken Sie sich den Punkt da oben. Und wenn ich jetzt für die Unteroberkante, da mache ich den Maßstab kürzer. Und dann messe ich, also von dem Punkt da oben, den haben Sie sich ja gemerkt, darunter. Und diesen Länge, da ich diese zwei langen Längen sehr gut messen kann, aber die kurze nicht, kann ich jetzt den Längenunterschied und dann habe ich diesen Abstand sehr genau messen können und so funktioniert Raman-Spektroskopie. Das haben Sie verstanden. Gut, jetzt wissen Sie, wie Raman-Spektroskopie funktioniert und ja, das probiere ich jetzt seit anderthalb Jahren, es hat noch nicht funktioniert. Aber so darf es gehen, also man hat dann zwei Insekten, die würde man also einsperren. Und man braucht zum Glück, also ich habe mir gedacht, Fruchtfliegen, das ist einfach, weil da lässt man einfach mal einen Tag eine Banane im Labor stehen und dann hat man auch schon seine Probanden. Und dann braucht man da vielleicht so eine Cavity, das haben Sie vorher schon gesehen, wie das funktioniert, und so einen Laser und einen Detektor und dann fliegen da diese Moleküle durch und dann kann man die da detektieren. Und naja, so sollte es dann funktionieren und. Das ist der Plan, also ich melde mich, wenn es funktioniert, vielleicht zwischendrin und mit sehr vielen anderen Texten, aber wenn es dann funktioniert, dann gebe ich Bescheid. Vielen Dank. Matthias Marder, vielen Dank. Und das Praktische ist ja, dadurch, dass Matthias und ich ja die 10.01 Science Slam in München machen, kann ich immer wieder sehen, wie weit er mit dem Dings ist und ihn immer wieder einladen. Das ist doch schön. Er wird es auch gern verraten, er kommt gerne wieder vorbei. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Show angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch zu Hause. Ich glaube, wir hatten 28.000 Zuschauer auf YouTube. Bevor ich dann wieder alle auf die Bühne bitte, mit Abstand die Abschlussabläufe entgegenzunehmen, gilt es, Danke zu sagen, nämlich den Menschen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute hier sind. Da ist in erster Linie heute zu nennen das Schweizer Taschenmesser der VHS. Er ist nicht nur der Leiter, sondern macht heute auch Kamera, Mischpult. Lothar Stets, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und die Brillanz an der Technik, Thomas und Marcel, Dankeschön. Ob sie noch da ist, weiß ich gerne noch für die Frau Kreuzer, die uns im Einlass so schön versorgt hat auch. Gut. Die nächste Science-Show ist am 17.07. Wir hatten heute einen kompletten Line-Up-Wechsel. Ich war gar nicht zu sagen, wer kommt. Da kommt der Münchner Liedermacher Stefan Nölle und Konstantin Ruschka kommt, der sehr, ist ein Querdenker, der sich auch sehr mit dem Thema Flüchtlinge und Recht dazu befasst. Der dritte Gast, schauen wir mal, wer da noch kommt, ob wir eine lange Show machen oder eine etwas kürzere. Und damit, und unsere Dichter Reiners Wort ist am 10.07. hier, da habe ich vergessen, wer kommt. Kann passieren. Damit sind wir am Ende und bedanke mich bei meinen Gästen Matthias Marder und bei Flonoton und Tobi am Cajon. Mein Name ist Markus Berg. Kommt gut heim. Dankeschön. Ja, ist immer so. Abstand. Vielleicht knipst uns gerade noch irgendjemand mit einem Smartphone oder so. Wir bleiben einfach so lange stehen und tun bedankt, bis jemand, ich sehe schon die ersten Smartphones gezückt in der Mitte, passt hervorragend. Die Person kenne ich auch persönlich, die kann irgendwann das überreichen. Wir winken immer dankbar. Kommt gut heim, bleibt möglichst gesund. Und schaut uns wieder zu hier oder auf YouTube.
Wir werden, das ist ein schönes Bild, zwei Menschen mit Handys, die nach unten aufgeklappt sind. Man lernt nie aus. Dankeschön, Campo Time. Ciao.